Lea! Hallo Mama! Ich habe eine Überraschung für dich. Was denn? Wir gehen zu zweit shoppen. Yay! Aber warte Mama, geht Emilia mit? Nein, mit Emilia ging ich schon letzte Woche shoppen. Erinnerst du dich? Stimmt! Und Emilia wird in der Zeit mit Papa etwas unternehmen. Ja, und wir gehen zusammen shoppen. Das ist toll, Mama, danke. Bitte, aber jetzt müssen wir los. Ja, los geht's. Okay, Lea, wir können uns hier erstmal umgucken, ja? Ja. Oh, bekomme ich so einen Computer? Nein, ich glaube, du müsstest noch ein paar Jahre warten. Okay. Ah, Mama? Ja? Brauche noch eine neue Spielkonsole. Ich und Emilia spielen ja immer dieses eine Spiel. Aber wir haben doch genug. Ja, ich weiß, aber alle haben wir in Schwarz und hier gibt's bunte. Na gut, du darfst dir eine aussuchen. Ich nehme Rot. Gut, komm, wir bezahlen. Hallo. Hallo. Diesen Controller, bitte. Gut, das macht 25 Euro. Ich zahle mit Karte. Danke, tschüss. Tschüss. Du Lea, ich stecke den Controller in die Tasche, ja? Okay. Du Lea, komm, wir holen uns kurz eine Supermarkttasche, ja? Ja. Mama, hier gibt's ja noch einen Wagen. Vielleicht können wir ja den lieber nehmen. Stimmt, das ist auch umweltschonender. Genau. Oh Mama, darf ich ins Spielparadies? Okay, aber nur kurz. Ich schaue mich in der Zeit hier um. Ja. Cool. Ich bin versteckt. Und jetzt rutsche ich. Juhu. Jetzt gehe ich wieder zu Mama. Mama, das hat total Spaß gemacht. Das freut mich. Wir können jetzt nach oben gehen. Ja. Komm, wir schauen uns mal bei den Kleidern um, ja? Okay. Oh, schau mal, Mama, da ist ja eine schöne Haarspange. Darf ich die haben, bitte? Zeig mal her. Ah, jetzt kann ich sie auch sehen. Ja, die sieht wirklich schön aus. Die können wir kaufen. Yay! Ich kaufe diese Blumenhaarspange für meine Tochter. Ah ja, das sieht schön aus. Es kostet 2 Euro. Okay. Tschüss. Tschüss. Können wir jetzt in den Spielzeugladen? Okay. Ich probiere mal den Hut an. Der gefällt mir nicht so. Dieser, auch nicht. Oh, aber da oben ist eine schöne Latzhose. Ja, die finde ich auch schön. Du kannst sie ja mal anprobieren. Ja. Und wie steht es mir? Mega gut. Finde ich auch. Willst du sie haben? Ja. Okay, dann kaufen wir es. Ist es okay, dass ich es schon mal auf den Tresen gelegt habe? Ja, das ist okay. Mama, das sind die Murmeln. Darf ich vielleicht eine Murmel? Aber du hast doch schon so viele. Bitte. Okay, da du die Murmel sammelst, kaufe ich sie dir. Yay. Sonst finde ich hier nichts. Wir können bezahlen. Okay. Wie viel kosten die zwei Sachen? Es kostet 20 Euro. Okay. Danke. Tschüss. Tschüss. Gehen wir jetzt nach oben? Okay. Mama, ich habe jetzt ganz dolle Hunger. Hier nebenan gibt es Essen. Wenn du willst, können wir da hingehen. Ja. Okay, komm. Du kannst erstmal dein Essen bestellen. Mama, ich möchte zuerst eine Vorspeise und danach einen Nachtisch. Okay. Hallo. Hallo. Ich hätte gerne das da und zum Nachtisch einen Himbeerdonut. Ja, okay. Danke. Ich nehme bitte Spaghetti mit Garnelen,
und auch zum Nachtisch ein Blaubeerdonut. Ja, okay. Und dazu nehmen wir eine Limo. Ja, okay. Noch was? Nein, danke. Das macht dann 30 Euro. Okay. Ich rufe sie dann, wenn das Essen fertig ist. Okay, vielen Dank. Wir warten hier. Ihr Essen ist fertig. Okay. Das sieht ja schon lecker aus. Komm, wir bringen das zu Tisch. Guten Appetit, mein Schatz. Danke dir auch. Das hat gut getan. Mama, können wir die Limo mitnehmen? Ja, da ist nämlich noch viel drin. Genau. Sollen wir das einfach so stehen lassen? Ja, soweit ich es weiß schon. Denn die Verkäufer, die machen das. Ich decke die Limo da rein, ja? Mhm. So, gehen wir weiter? Ja. Du, Lea, ich möchte noch für mich nach Kleidern suchen. Kommst du? Okay. Mhm, hier gibt's ganz schöne Kleider. Ganz langweilig. Nein, diesen Anzug gefällt mir nicht. Mhm, da hinten, das sieht ja gut aus. Das nehme ich gleich mit. Und da! Dieses Kleid ist auch schön. Und für den Winter, da gibt es ja sowas Tolles. Jetzt gehe ich bezahlen. Lea, kommst du? Ja. Hallo, ich kaufe Kleider ein. Okay. Ich hole mir mal die Murmel. Wunderschön. Mama, 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 ich muss auf die Toilette. Mama. Ja, Lea, gleich bin ich für dich da. Mama, jetzt wirklich, ich muss ganz dringend. Gleich, Lea. Muss ich eben alleine gehen? Ich weiß ja, wo Mama ist. Jetzt schnell rein. Aha, das hat gut getan. Jetzt noch meine Hände waschen. Und jetzt gehe ich wieder zu Mama. Mama, wo bist du? Mama! Haben Sie meine Mama gesehen? Sie war vorhin noch hier. Sie ist gerade weitergelaufen. Ohne mich? Oh nein, welche Richtung denn? Ich weiß es nicht. Was kann ich jetzt tun? Du könntest sie ja erstmal suchen gehen. Okay, werde ich machen. Oh nein, wo ist meine Murmel? Ich habe Mama verloren und auch noch meine Murmel. Ich glaube, ich weiß, wo die Murmel ist. Vielleicht habe ich sie auf der Toilette verloren. Ich gehe noch mal hin. Entschuldigung, Entschuldigung. Ist da jemand drinne? Hallo? Oh, hallo. Hast du vielleicht meine Murmel gesehen? Ja, sie war hier auf dem Boden. Danke. Bitte, tschüss. Meine Murmel habe ich gefunden, aber Mama noch nicht. Ich werde jetzt nach ihr suchen. Hier ist sie nicht. Entschuldigung, haben Sie meine Mami gesehen? Nein. Oh nein, was kann ich jetzt bloß tun? Vielleicht könntest du zur Kasse gehen. Die könnte dann deine Mutter rufen. Okay, vielen Dank. Mama? Mama? Bist du hier irgendwo? Mama? Haben Sie vielleicht meine Mama gesehen? Nein, es tut mir leid. Ist sie denn verschwunden? Ja, und ich kann sie einfach...
nicht finden. Kind, du brauchst doch nicht zu weinen. Ich helfe dir, deine Mama zu suchen. Danke. Schau mal, ich werde jetzt hier in dein Mikro rufen. Lea sucht ihre Mama. Und dann wird deine Mama ganz bestimmt kommen. Ja? Okay. Lea, ich habe noch eine kleine Frage an dich. Ja? Wie heißt du denn mit Nachnamen? Regenbogen. Okay, danke. Lea Regenbogen sucht ihre Mama. Frau Regenbogen, bitte kommen Sie in den Technikraum. Frau Regenbogen, Lea sucht Sie. Ich hoffe, das hat geklappt. Das wird's, glaub mir. Oh nein, sie kommt nicht. Hab Geduld, sie kommt. Sie muss doch erstmal den Technikraum suchen. Okay. Soll ich dich auf meinen Arm nehmen, damit ich dich trösten kann? Ja. Lea! Mama! Da bist du! Ich hab dich so vermisst! Und ich erst. Ich hab mir solche Sorgen um dich gemacht. Ja. Es tut mir so leid, dass ich einfach ohne dich zu fragen weggegangen bin. Ich musste nur ganz dringend auf die Toilette. Ja, das hättest du nicht machen sollen. Du darfst niemals einfach so ohne zu fragen weglaufen. Das weiß ich. Ich werde das versprochen nie wieder machen. Das hoffe ich. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt mir gerne einen Daumen nach oben. Und abonniert gerne unseren Kanal, damit ihr kein Video mehr verpasst. Bis zum nächsten Video.